das Rap-Ziel. Wäre es gerne Rap-Teil oder Alligator? Aber mess dich doch erstmal mit Leuten aus deiner Klasse. Zum Beispiel Schnappi das Krokodil. Fotze. Du Weirdo, könntest rappen, wär kein Beat vorhanden. Dein Video kommt scheinbar aus den Niederlanden. Auf so ne Scheiße kommt man doch erst nach dem dritten Joint. Und deine zwei, drei Fans sind auf dem ersten Blick enttäuscht. Meine Eltern hätten sich geekelt, hätten sie dich gezeugt. Respekt an deine Mom, dass sie sich drüber freut. Rap-Tief-Flossen holt nicht jeder aus ner Pussy raus. Und Daddy ist voll stolz, dass der Schuppenhaufen raus. Und im Quali-Video sieht man, die Schere geht auseinander. Denn ich schieße meine Punches auf dich drauf wie deutsche Panzer. Jetzt mal ehrlich, Rap-Zeit, wenn man seine Stimme pitcht, kann man sich zwar verstecken, aber besser klingt das nicht. Und verstellst du deine Stimme auch, wenn Schaube mit dir spricht, ist das Töten deiner Rap-Karriere offensichtlich Pflicht. Ich bin hier der MC, der dein Kickköpfchen befreit. Du sample dieses Beatstack, wie die echte Stimme weint. Ich geb dich vor den Leuten hier der Lächerlichkeit preis. Du gewinnst doch niemals einen lächerlichen Preis. Wenn du weiter aufmuckst, jetzt hör doch mal zu. Schick ich dich zu Lacoste und du bist im Schuh. Da du so viel Rap bist wie eine halbe Pfandflasche, verarbeite ich dich zu einer Damenhandtasche. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht in deinen Kram passt. Bin mir aber sicher, dass in dich dann mein Krampus.